Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forster 80 mit einem neuen Unboxing-Video für euch und zwar im Doppelpack. Nämlich, ich habe ja bei dem Fragen- und Antworten-Video, hat es da mal kurz geklingelt bei mir und da war dann der Postmann da und hat mir ein Paket geschickt. Dann habe ich auch gemeint, davon wird es auch bald ein Unboxing-Video geben. Und hier ist es nämlich auch da. Hier ist es, das ist schon ein Paket. Und ich bekam das von blu-ray-dvd-filmshop.at und die haben nämlich ein eigenes Label, nämlich Blue Rolly Entertainment und die bringen nämlich am 22.04. exklusive Mediabooks raus und da wurde ich gefragt, ob ich den euch für euch dann mal zeigen könnte und habe ich auch natürlich mal sehr gerne und nochmal vielen herzlichen Dank für das coole Sponsoring von euch, echt herzlichsten Dank. Und ja, ich möchte euch jetzt gerne mal zeigen. Dazu gibt es aber, hier gibt es zwei Mediabooks drin, zwei verschiedene Covervarianten. Und ich werde für jedes einzelne Covervariante ein eigenes Video machen. Jetzt, hier seht ihr zuerst das Cover A und nachher das Cover B, damit wirklich jeder sich entscheiden kann, was er sich kaufen soll. Die Links von den Mediabooks findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, wie immer. Und ich hoffe, ihr könnt zuschlagen, denn die Dinger sehen richtig cool aus. Und kosten auch jeweils 24,99 €. Super Preis für Mediabook, aber langer Rede, kürzer Sinn. Wir machen jetzt einfach mal dieses Paket auf, denn ich bin schon selber sehr gespannt und echt nochmal herzlichen Dank, dass ich das so bald schon bekommen habe, um euch das alles zu zeigen. Und wir machen jetzt hier mal das Paket auf. Und da sind sie auch schön reingewickelt, dass da ja nichts kaputt geht. Und ja, oh weh, oh weh, oh ach. Ich werde jetzt mal mit der Schere anlegen. Nummer 1 und Nummer 2 und dann haben wir hier dann noch mehr Folie noch, viel mehr Folie, oh hier und die. Also schon mal sehr gut eingepackt, kann man nicht meckern. Ach, da kommt Zuckerstängel raus. Dankeschön. So, und jetzt haben wir hier die zwei Wunder. Oh Scheiße, schau nicht raus. Ja. Okay. Das ist das Cover A und Cover B. Ich zeige jetzt, ich muss mal kurz die Folie wegschaffen. So, gut. Hier haben wir einmal das Cover A-Variante. Da ist nämlich auf 555 Stück. Und hier einmal die Cover B-Variante. Und das ist die hier. Und die werde ich euch dann später zeigen. Und zwar, es geht um den Film Das Haus der langen Schatten. Mit einer wunderschönen Zeichnung hier. Und was hier richtig cool ist, der Titel hier ist komplett tiefengeprägt. Saugeil, richtig klasse. Und es schaut auch sehr, sehr edel aus. Wirklich wahr. Sehr edel. Und hier spielen auch sehr bekannte Schauspieler mit. Einmal Christopher Lee, Vincent Price, Peter Cushing und John Carradine. Und es ist auch der einzige Film, wo diese vier Horrordarsteller mal gemeinsam einen Film aufgedreht sind. Er ist eine Horrorkomödie aus dem Jahre 1983. Mir sagt der Film leider nichts. Aber wenn ich ihn angucke, vielleicht erkenne ich ihn wieder. Aber ich bis jetzt sagt er mir überhaupt nichts. Aber auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Blu-ray, DVD, Film, Shop, dass ihr mir die gegeben habt. Echt cool. Und eben jetzt hier eben das Cover A-Variante in einer schönen Zeichnung hier. Wirklich sehr klasse. Und man kennt ja auch sehr gut die Darsteller. Hier natürlich der Christopher Lee hält hier die Doppelaxt. Ja, sehr cool. Wie gesagt, hier seht ihr auch, es ist eine Tiefenbringung mit dabei. Richtig klasse. Schaut sehr edel aus. Und macht echt was her. Und hier eben im Bilderrahmen kommen eben dann diese vier Charaktere aus dem Bilderrahmen raus. Bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt. Hier in der Seite auch sehr groß geschrieben, das Haus der langen Schatten. Also wirklich auch sehr gut zu erkennen. Hier oben das Blue Rolly Logo. Und hier unten eben das MGM und das DVD und Blu-ray Disc Logo. Und hinten drauf haben wir dann eben noch die Inhaltsangabe von dem Film. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich halte euch mal die Kamera. Und der Film geht auf 101 Minuten
und auf DVD 97 Minuten. Und als Extras hat eine Bildergalerie und ein 28-seitiges Booklet. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, wir werden einfach mal die Kamera mal herstellen und dann gucken wir uns mal das Mediabook mal von innen an, ob das genauso cool innen ausschaut, wie auch schon die Covermotive von allen beiden. Also wirklich geil. Und ja, das werden wir jetzt mal tun. Jetzt sind wir nun in der Ich-Perspektive und ihr seht hier schon das richtig coole Covermotiv und jetzt halte ich es mal nochmal hoch. Und ihr seht hier schon nochmal die ganzen Charaktere, richtig cool. Und hier jetzt nochmal genau zum Angucken, ihr seht hier, wie wunderschön das hier reingestanzt ist. Wirklich sehr sauber gearbeitet, richtig klasse. Und ist auch wirklich spürbar. Und jetzt schlagen wir mal auf das Mediabook. Und hier haben wir dann schon mal den, wie heißt es nochmal? Moment. Der Peter Cushing, den man auch kennt aus, richtig Star Wars. Und zwar der Grand Moff Tarkin. Und was ich ja sehr cool finde, hier ist auch noch der Christopher Lee zu sehen, richtig cool. Die ganzen Charaktere eben in einer wunderschönen Zeichnung. Und auf der Blu-ray-Disc ist eben auch dann hier der Christopher Lee drauf. Wunderschön, wirklich richtig klasse gemacht. Schaut sehr schön aus, auch der Detailgrad ist hier wirklich richtig cool. Sehr klasse. Und House of the Long Shadows aufs Englisch. Und wir blenden hier mal durch. Hier nochmal die ganzen vier Charaktere. Und Vincent Price kennen wir auch noch von Edward Manshanhenden. Und natürlich auch die Stimme von Alice Cooper in Welcome to My Nightmare. Leider fällt mir der John Carradine, fällt mir jetzt, also den kenne ich zwar auch, der kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Aber irgendwie habe ich jetzt von ihm keinen wirklichen Film im Kopf. Und hier dann in die Inhaltsverzeichnis von diesem Booklet, also richtig cool. Hier Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, Kapitel 5, 4, 5, 6, 7, 8. Richtig, richtig stark. Und das Booklet wurde geschrieben von Christoph N. Kellerbach. Hier unten nochmal drauf. Und wird euch hier auch ein bisschen beschrieben, was der alles so gemacht hat. Ja, hier eben Kapitel 1. Und wirklich sehr schön auch der Rand, wie ihr hier seht, ist hier so schön ausgefranst. Das schaut sehr auf alt getrimmt aus, richtig klasse, wie ein altes Buch. Und hier eben dann alle Horrorstars in einem Haus. Und richtig schön dargestellt. Und wir blättern mal weiter. Und hier gibt es natürlich auch ganz viel Text. Wirklich schön gemacht. Auch sehr gut zu lesen, wie ihr seht. Hier sind wir jetzt schon bei Kapitel 2. Und dann machen wir mal weiter. Heben, dann geht es weiter. Wirklich sehr viel Text, Wahnsinn. Und hier in Kapitel 3, der Canon-Stil. Sehr schön, sehr schön. Hier eben nochmal Vincent Price zu sehen auf dem Bild. Und der Kapitel 5, John Carradine, geboren am 5. Februar 1906, gestorben an 1988 am 27. November. Und hier der Vincent Price, geboren 1911 und gestorben 1993. Und auch er ist leider schon verstorben, der Peter Cushing. Und auch leider der gute Christopher Lee ist auch schon verstorben letztes Jahr. Sehr schade, sehr schade. Und jetzt sind wir hier nochmal auf der letzten Seite. Und auch hier nochmal wieder, wie ihr seht, sind wir hier die Hauptcharaktere zu sehen. Richtig coole Zeichnungen mit dabei. Hier der John Carradine und der Vincent Price. Und auch der Vincent Price zieht auch hier die DVD-Version. Und wenn man hier so drauf steckt, dann ergibt es eben das Bild von Vincent Price. Richtig cool, echt klasse Arbeit. Und hier nochmal dann die Rückseite. Hier nochmal die ganzen Darsteller mit draufstehen. Hier nochmal dann die Inhaltsangabe, was in dem Film passiert. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und hier noch die Limitierungsnummer. Ich habe die 550 von 555 Stück. Ist eben die KVA-Variante. Und hier nochmal die technischen Details von diesem Film. Hier nochmal das Bein, wenn ihr nochmal seht. Auch richtig stark. Und wirklich eine sehr tolle Arbeit, was hier geleistet wurde. Und kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das zu holen. Ich bin jetzt schon auf das Cover B-Variante gespannt.
denn das haut schon mal hier richtig rein. Und ja, kann ich wirklich jedem empfehlen. Jetzt geht es mal zum Hauptschirm zurück und bis gleich. Wir sind wieder zurück zu dem schönen Mediabook von Das Haus der langen Schatten. Die KVA-Variante und wirklich kann ich euch wirklich nur empfehlen, ein richtig wunderschönes Mediabook, kann ich hier echt nur aussprechen, richtig geil. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auf das KVB-Variante gespannt. Nochmal vielen herzlichen Dank an den Blu-ray-DVD-Filmshop.at. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei. Richtig coole Sache, auch gute Mediabooks zum günstigen Preis. Richtig cool und lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und für 24,99 € ist diese Edition wirklich der Oberhammer. Da kann man echt nicht mehr meckern. Und wenn der Film auch noch richtig cool ist, dann ist diese Edition wirklich perfekt. Ja, jetzt geht es dann gleich weiter mit dem Cover B. Und bis gleich oder auch bis demnächst, euer Feuers 80. Tschüss!